du eingeschaltet hast zu unseren Mandelbällchen. Die gehören zur italienischen Weihnacht mit dazu, so habe ich es zumindest mal gelernt. Und diese Mandelbällchen sind natürlich glutenfrei, weil sie bestehen nur aus Mandeln. Wie du die herstellst und wie du die dann schnabulieren kannst, das zeige ich dir jetzt. Also viel Spaß beim Video. Die Zutaten für unsere italienischen Mandelbällchen sind gemahlene Mandeln und Mandelmehl. Ihr seht hier den Unterschied. Das Mandelmehl ist feiner und es ist entölt. Ich bestelle meins gerne vom Partieversand, den Link mache ich euch gerne unten mit rein. Dazu braucht ihr noch Backpulver, ganz softes Marzipan, das habe ich hier schon kleine Stückchen gerissen. Dann braucht ihr noch Amaretto, ihr braucht noch ein Eiweiß, Puderzucker, brauner Zucker und um die Mandelbällchen drin zu wälzen, braucht ihr noch gehobelte Mandeln. Wir fangen jetzt damit an, dass wir mit den Mandeln und dem Backpulver alles eine Schüssel geben, Marzipan hinzufügen und dann noch den kompletten Rest. Es muss eine ganz fluffige und feuchte Masse werden. Wir geben unsere Mandelsorten inklusive dem Backpulver hinein, fügen schon mal jetzt Marzipan mit dazu, wie gesagt, kleine Flocken machen. Gehe jetzt schon mal kurz im Knethaken durch, um das Ganze ein bisschen zu vermischen. Und zum Schluss gebt ihr bitte den Amaretto hinein. Da müsst ihr spielen, denn ihr müsst so viel Amaretto reinmachen, dass die Masse richtig schön klebrig ist. Also da die Angabe zu machen, ist ein bisschen schwer. Das kommt immer auf eure Mandeln drauf an, wie saugfähig die sind. Also Minimum ein guter Schuss. Den Backofen habt ihr auf 180 Grad vorgeheizt und jetzt drehen wir unsere Mandelbällchen ab. Das heißt, ihr nehmt euch ungefähr so einen Teelöffel an Masse und dreht sie euch rund. Macht die Finger bitte nass dabei, dann klebt der Teig nicht bei euch an den Fingern. Ihr seht, so sollen sie aussehen. Und wenn ihr eure Kugelchen geformt habt, dann braucht ihr eure Mandelblättchen und wälzt die in den Mandelblättchen. Und dann sehen Sie auch schon Zeit für den Backofen. Unsere Mandelbällchen verschwinden nun im Backofen bei 180 Grad. So Pi mal Daumen, 10, 15 Minuten. Schaut nach, dass sie nicht zu braun werden. Das ist von Ofen zu Ofen unterschiedlich. Gebt sie ein bisschen tiefer hinein, damit sie nicht zu braun von oben werden. Wenn eure Mandelbällchen leicht abgekühlt sind, dann könnt ihr schon mit Puderzucker drüber gehen. Das heißt wirklich hier schön einpudern, wird noch ein bisschen einziehen und dann sind sie fertig zum Genießen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und packt sie schön in Zellophan ein zum Verschenken. Denke ich, ist das auch ganz, ganz toll und die kommen definitiv bestimmt gut an bei euch. So sehen die Mandelbällchen aus, wenn ihr sie fertiggestellt habt. So richtig schön mit Puderzucker drüber. Also es erinnert so richtig schön an weiße Weihnacht. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn du auch so schön hinbekommen hast oder ähnliche, dann mach mir doch ein Foto unten mit rein. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne jetzt noch tun. Ich freue mich drüber. Ansonsten kannst du mir auch folgen auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und auf Pinterest. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Deine Silke von Andersbacken.